Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die YouTube-Partnerprogramm-Änderungen für das Jahr 2018. Du siehst, dass ich bereits hier ein Dokument geöffnet habe. In diesem Dokument möchte ich dir die wirklich wichtigsten Infos an die Hand geben, was das YouTube-Partnerprogramm bzw. die Änderungen betrifft, mit an die Hand geben. Hier weiter unten habe ich mal noch den Text auf dem Creator-Blog mit eingefügt. So sieht er aus. Den Link dazu habe ich dir in der Videobeschreibung mal eingepackt. Den kannst du dir dann also gern nochmal nachlesen. Ja, was gibt es Neues bei YouTube bzw. beim YouTube-Partnerprogramm oder auch kurz oder abgekürzt YPP? Höchstwahrscheinlich bist du auch betroffen von den neuen Änderungen seitens dem YouTube-Partnerprogramm. Du hast wahrscheinlich deinen YouTube-Kanal geöffnet und hast diese Meldung hier erhalten, in der steht, wir nehmen Änderungen am YouTube-Partnerprogramm vor. Daher ist für deinen Kanal ab dem 20. Februar 2018 keine Monetarisierung mehr möglich. Und hier ist dann der Link, wie gesagt, zu dem Artikel auf dem Creator-Blog. Oder du hast diese E-Mail erhalten. Auch hier das gleiche nochmal. Hiermit informiert dich auch nochmal YouTube, dass du nicht mehr für das YPP qualifiziert bist und dir somit via 30-Tage-Frist die Monetarisierung gekündigt wird und dein Kanal schlussendlich nicht mehr monetarisiert wird und du keinen Umsatz mehr erzielen kannst. Aber warum ist das so? Also welchen Schritt geht YouTube und warum? Auch diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, auch weil es mich bzw. meinen Godlike News Kanal ebenfalls betrifft. Ich stehe jetzt gerade bei knapp 600 Abonnenten. Watchtime habe ich eigentlich relativ viel und da kommen wir auch gleich mal zu den Anforderungen. Also was will YouTube jetzt tatsächlich haben? Es geht als allererstes um 4000 Stunden Watchtime. Und zweites Mindestkriterium sind 1000 Abonnenten. Also genau um die zwei dreht sich's eigentlich. Wenn du diese zwei Kriterien nicht erfüllst, bist du sozusagen raus und dein Kanal kann nicht mehr mit allen Monetarisierungstools verwendet werden. Das ist natürlich ärgerlich und aus diesem Grund ist es natürlich empfehlenswert, diese Kriterien zu erfüllen. Bis maximal 20. Februar 2018 hat man sozusagen Zeit, falls du diese Meldung auch erhalten hast. Ansonsten ist eine Reaktivierung natürlich auch jederzeit möglich, wenn du diese zwei Kriterien erfüllen solltest. Also es ist kein Problem, also ich mache mir da auch keine Sorgen, weil irgendwann habe ich die 1000 Abonnenten und dann wird mein YouTube-Kanal sozusagen wieder remonetarisiert, wie ich es mal jetzt nenne. Aber warum geht YouTube überhaupt diesen Schritt? YouTube will sich sozusagen von schlechten YouTube-Kanälen abgrenzen. Und das macht YouTube natürlich auch nur, weil YouTube die guten YouTube-Kanäle und natürlich auch die Community schützen will. Und das zählt natürlich auch für die Monetarisierung und natürlich den Umsatz der YouTuber. Also das sind eigentlich so die größten Kriterien, warum YouTube sagt, hey, wir gehen jetzt neue Wege, wir ändern unser YouTube-Partnerprogramm. Das sind eigentlich so die größten Kriterien, warum YouTube diesen Weg, diesen neuen Weg nun geht. Was man als Einzelner davon halten mag, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich muss sagen, ich finde den Schritt vollkommen in Ordnung. Ich denke mal, dass viele darüber sauer sind, aber ich kann das von YouTube-Seite her komplett nachvollziehen. YouTube schreibt in dem Creators-Blog bzw. in diesem Artikel hier auch, dass eine beachtliche Anzahl an Kanälen jährlich nur unter 100 Dollar bringt. Und das ist natürlich auch so ein Ding, wo ich mir sage, naja, das macht bestimmt auch keinen Sinn. Ne? Vielleicht sind da auch viele Kanäle dabei, die keinen Mehrwert liefern, die einfach ja, schlecht sind. Und ich denke, dass YouTube damit auch einen Schritt in Zukunft denkt und sozusagen auch die Plattform YouTube wieder einmal verbessern möchte. Und daher, ich finde den Schritt
echt gut, muss ich sagen. Wie gesagt, es betrifft mich auch selbst. Ich fliege sozusagen auch aus der Monetarisierung mit raus. Aber ich bin mir sicher und ich werde natürlich alles dafür geben, dass ich auch wieder in das Programm wieder aufgenommen werde. Und das werde ich natürlich auch irgendwann schaffen. Dieses Jahr definitiv. An der Watchtime soll es auf jeden Fall nicht liegen. Bei mir sind es wirklich nur die Abonnenten. Und da kommen wir natürlich auch zum nächsten Punkt, was viele jetzt wahrscheinlich auch machen wollen. Beziehungsweise, was ist die Folge davon? Ja, die Folge ist sozusagen, dass viele jetzt sich wahrscheinlich Gedanken machen, wie kann ich jetzt schnellstmöglich neue Abonnenten bekommen. Und da wäre natürlich die Möglichkeit, wie es natürlich auch bei vielen sozialen Medien der Fall ist, dass man sich Abonnenten kaufen tut, ja. Ob das möglich ist oder wie auch immer, das weiß ich natürlich nicht. Daran habe ich auch kein Interesse. Ich finde, bei sozialen Plattformen ist das Soziale gefragt und ich will mir nicht irgendwelche Abonnenten kaufen, die vielleicht gar nicht überhaupt kein Interesse an meinem Kanal oder ähnliches haben. Das würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Also Abonnenten kaufen, für mich ein absoluter Minuspunkt. Ich weiß nicht, ob YouTube da auch irgendwelche Schritte dagegen unternehmen wird. Da bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, ich habe schon viel gelesen, das Sub for Sub. Also wenn du mir folgst, folge ich dir. Das ist natürlich auch eine ganz legale Weise, um auch die 1000 Abonnenten zu erreichen. Den Schritt finde ich gar nicht mal so verkehrt, auch weil man stößt wieder auf neue Kanäle, die vielleicht auch interessant sind und die man auch verfolgen möchte. Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Wenn sich das so ergibt, finde ich das eine echt super Sache. Also dagegen spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts. Natürlich bin ich auch gespannt, wie allgemein YouTuber, welche Wege sie noch gehen. Vielleicht hast du noch andere Ideen, wie die 1000 Abonnenten schnellstmöglich erreicht werden. Und auch eine spannende Frage, werden einige YouTuber aufhören? Also die sagen, hey, 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime innerhalb von 12 Monaten, das ist mir einfach zu heftig, ich lasse es einfach sein. Also diese Option kommt natürlich für mich nicht in Frage, auch weil ich mit meinen Tipps und Unboxing-Videos und etc., da will ich einfach am Ball bleiben, weil es mir auch natürlich viel Spaß macht. Also die Monetarisierung ist echt wichtig und wertvoll dementsprechend, das zählt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für viele YouTuber und natürlich auch für die YouTube-Stars, die sich dieses Video wahrscheinlich nicht angucken, weil es die sowieso nicht betrifft. Ja, von daher kommt für die natürlich auch niemals in Frage, dass die aufhören würden, nur weil irgendwelche YouTube-Partnerprogrammänderungen vorgenommen werden, die aber gar nicht relevant sind, also für die ganz Großen. Und die natürlich so die Kriterien sowieso bereits erfüllt haben oder in den nächsten Tagen erfüllen werden, für die soll das auch irrelevant sein. Ja, nochmal zurück zum 4000 Stunden Watchtime. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste man auf ca. 240.000 Minuten kommen. Runtergerechnet sind das dann 20.000 Stunden pro Monat. Und das finde ich, also halt 20.000 Minuten pro Monat. Und das finde ich eigentlich jetzt nicht die Welt. Und wenn man die 1000 Abonnenten hat, was natürlich bei den ein oder anderen Kanal auch zügig geht, ist es natürlich wirklich völlig in Ordnung. Und wie gesagt, ich finde den Schritt von YouTube eigentlich echt in Ordnung, auch um die Plattform zu verbessern. Von daher, ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich das auch schaffe, die Kriterien zu erfüllen, da wieder dran teilnehmen kann und bin mit dem Schritt, wie gesagt, naja, nicht zufrieden, das wäre ja übertrieben, weil es mich ja betrifft, aber ich finde den Schritt eigentlich ganz gut. Ja, jetzt bist du gefragt, wie schaut es bei dir aus, wenn du das Video hier gesehen haben solltest, wird dich wahrscheinlich diese Änderung auch betreffen und daher würde mich mal interessieren, was du drüber denkst, über diesen Schritt, wie du jetzt diese Kriterien erfüllen möchtest oder willst, welche Ziele du dir gesetzt hast, welche für dich nicht in Frage kommen, also welche Maßnahmen du ergreifst, auch das würde mich sehr interessieren. Oder ob du vielleicht sagst, hey, ich mach das nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ohne Monetarisierung läuft bei mir nichts. Auch da lade ich dich gern zum Diskurs ein, also ich freue mich da natürlich auf deinen Kommentar.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über deinen Daumen hoch bzw. gefällt mir sehr freuen. Du kannst das Video natürlich auch gerne in sozialen Medien teilen. Und ja, nach diesem Video auf jeden Fall, wenn du es noch nicht gemacht hast, klick abonnieren und somit bleibst du immer am Ball. Das sind so die grundlegenden Dinge, die du auf jeden Fall zu den neuen Änderungen für das YouTube-Partnerprogramm wissen solltest. Das soll es auch erstmal bis hierhin gewesen sein. Du weißt nun die wichtigsten Dinge. Ich sag erstmal ciao und bis zum nächsten Video.